Herzlich willkommen bei Female Leader Stories Podcast. Heute ist eine absolute Premiere. Was soll ich sagen? Wenn du im Video zuschaust, dann weißt du schon, wovon ich spreche. Hier steht ein Mann neben mir. Schock, oh Schock. Oh, what a thing to say. What a thing to say. Es ist schon fast eine Beleidigung im Female Leader Stories Hello. Podcast. Wieso? Heute habe ich den Sebastian, einen guten Freund von mir, eingeladen. Sebastian Martel, seines Zeichens auch Coach, Leadership Coach für Unternehmer, die ihr Entrepreneur Life auf Vordermann bringen wollen und nicht mehr verzweifelt rumrennen wollen durch die Gegend. Story of my 2022. Und genau darum geht's heute, meine Liebe. Wir machen unseren Jahresrückblick. Vielleicht kennst du meinen Jahresrückblick aus 2021 und hast dem begeistert zugehört und genau das Gleiche bekommst du 2022 auch. True Talk von mir, wie war mein Jahr? Und auch gleichzeitig gebe ich dir an die Hand Reflexionsfragen für dein Jahr. Und wir machen das heute im Dialogformat, weil es einfach viel spannender ist, für dich auch zuzuhören. Was sind unsere eigenen Struggles gewesen dieses Jahr? Was waren die Learnings? Ja, wir machen einen ziemlichen Deep Dive für dich heute. Das heißt eigentlich ein Striptease. Warum machen wir das? Damit du auch deine Themen anschaust dieses Jahr. Also was ist dieses Jahr bei mir los gewesen, was ich nächstes Jahr vielleicht nicht mehr haben möchte? Und was aber schon? Ja, was ist richtig gut gelungen? Wie kann ich weitermachen, um eigentlich 2023 dann deine Traumkarriere aufzubauen? Da freue ich mich schon. Ja, Sebastian, herzlich willkommen im Podcast. Vielen Dank, Katja, dass du mir die Möglichkeit gibst, da dabei zu sein. Ich finde die Idee großartig. Ich finde das schön, dass wir unsere Gespräche, die wir eigentlich so im privaten Rahmen auf regelmäßiger Ebene, sei es im Auto, bei mir daheim auf einen Spritzer oder wie auch immer, führen, dass wir das jetzt einmal in das offizielle Format deines Podcasts bringen. Richtig offiziell. Richtig offiziell. Und ich freue mich auf einen spannenden Austausch. Und ich hoffe, dass deine Zuhörerinnen sich dann natürlich für ihren persönlichen Rückblick von dem vergangenen Jahr und vielleicht auch für das, was kommt, was mitnehmen können. Genau, was wir jetzt schon direkt verraten dürfen, wir machen genauso auch eine Jahresplanungsfolge, die erscheint dann in der ersten Jännerwoche für dich, wo du dann auch dein Jahr planen kannst. Also die Motivation, die du heute mitnimmst, die darfst du dann in Stein meißeln und sozusagen fix machen mit der nächsten Folge dann. Und wie der Sebastian schon gesagt hat, wir zwei kennen uns schon sehr lange. Wir haben eine gemeinsame Managementverantwortung geteilt, sozusagen eine Vergangenheit. Wir beide waren bei Hofer Regionalverkaufsleitung und haben uns dort kennengelernt und sind eigentlich dann draufgekommen, naja, so steif wie alle anderen, hier sind wir ja eigentlich doch nicht. Und haben uns beide aus diesem Leben an irgendeinem Punkt verabschiedet und sind beide in die gleiche Richtung gegangen. Nämlich das, was uns, und kannst du auch gerne ergänzen nochmal, Sebastian, was mich fasziniert hat an dem Job ist, die Menschen zu entwickeln, das Leadership, es ist eine wahnsinnig coole Verantwortung als junger Mensch gewesen und eine sehr, sehr gute Ausbildung, auch in persönlichkeitsentwicklungstechnisch und auch für die Vorbereitung von zukünftigen Aufgaben. Und am irgendeinem Punkt, und da kommst du vielleicht auch hin, gerade mit deinem Job oder in deiner Karriere und fühlst das, kann man einfach nichts mehr lernen in einem gewissen Setting und man ist bereit für die nächste Herausforderung. Und ich glaube, das waren wir an irgendeinem Punkt beide. Ich sehe das ähnlich wie du. Ich bin damals in diesen Job gekommen, weil ich mir persönlich das Ziel, also ich bin da mit ein bisschen einer egoistischeren Perspektive reingegangen und habe gesagt, ich möchte einen Weg finden, wie ich so schnell wie möglich zu einer exzellenten Führungskraft werden kann. Und hatte dann mit diesem Ziel, mit diesem formulierten Ziel mehrere Möglichkeiten. Und Hofer ist es dann schließlich geworden für mich. Und ich habe das Gefühl, dass man dort in kürzester Zeit sehr, sehr viel lernt, über das Thema Führung, wie entwickeln Menschen weiter und vor allem über dich selbst. Ja. Weil du natürlich durch dieses schnelle Wachstum in deiner Persönlichkeit, das geht in der Regel nur, wenn du mit deinen eigenen Grenzen konfrontiert wirst. Mhm. Und gerade an diesen Grenzen wird es dann spannend, okay, wie entscheide ich mich, wie mache ich weiter, wie entwickle ich mich weiter. Und an dem Punkt, glaube ich, sind wir dann beide noch ein paar Jahren gewesen, wo wir gesagt haben, okay, dort, wo wir hinwollen, wird uns das Ventil Hofer nicht hinbringen. Ja. Und ich sage jedem, dem ich davon erzählt, was ich gemacht habe, ich bin enorm dankbar für die Gelegenheit, für die Chance, die ich dort hatte. Und gleichzeitig war in dem Moment, wo ich den Weg nicht mehr weitergehen wollte, die Blüte abgeblüht und bin mit einem
Lächeln dort auch weggegangen. Ja. Ja, und ich glaube, das ist auch schon mal ein ganz wichtiger Punkt als Learning für deine eigene Karriere heute, nämlich alle Karriereentscheidungen, die du triffst, triffst du aus bestem Wissen und Gewissen für dich selber. Also immer, wenn du dich für etwas entscheidest, einen neuen Job zum Beispiel, dann hast du das getan, weil es einen Grund gibt und weil du hoffst, dass es hier besser wird oder anders wird und du lernst auch immer etwas Neues. Selbst wenn es vielleicht keine gute Jobwahl war, dann weißt du vielleicht mehr, was dir nicht taugt. Ja? Ja. Also nimm diese Perspektive auch an, das Leben lebt sich vorwärts und nicht rückwärts. Also no regrets. Also im Sinne von, ich glaube, man erlebt genug, vor allem wenn man in so einem persönlichen Wachstum drin ist, man erlebt genug Herausforderungen, wo man sich denkt, man hätte nur oder täte nur oder hin und her. Das bringt im Review tatsächlich gar nichts, sondern was wir heute machen, und ich glaube, wir haben schon wunderbar eingeleitet, sind beide extrem dankbar für die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und sei du doch heute dankbar für die Erfahrung, die du 2022 gemacht hast. Egal in welchem Lebensbereich sie vielleicht auch herausfordernd war. Und ich glaube, 2022 war wie die letzten 2 Jahre auch insgesamt ein herausforderndes Jahr für die Gesellschaft, für uns als Gruppe und auch speziell für Frauen, kann ich auch dazu sagen, weil wir auch hier in der gesellschaftlichen Bewegung sogar einen Rückgang wieder in den Frauenförderungsmaßnahmen in der Gender Equality im Berufsleben sehen. That sucks, ja, kann man auch sagen. Und gleichzeitig können wir dankbar dafür sein, dass der Gender Pay Gap jedes Jahr zurückgeht, was wir auch jetzt im November gefeiert haben mit Celebrate Your Confidence und, und. Ja. Also es gibt immer positive Entwicklungen und Fakt ist, du hast heute an diesem Tag einerseits die Macht, dein 2022 zu einem guten Jahr zu machen für dich, mit den Tools, die wir dir heute zeigen. Und du hast auch die Möglichkeit, positiv auf 2023 zu blicken und das dann in der nächsten Folge nochmal zu zementieren. Du hast jetzt so viele Sachen gesagt und ich würde an so vielen Punkten gerne einhaken und noch in die Tiefe gehen. Versuch das jetzt aber vielleicht ein bisschen auf einer Metaebene zusammenzufassen und auch für deine Zuhörerinnen und vielleicht auch Zuhörer, da ein bisschen eine Anwendung auch vielleicht mitzugeben. Ein Metaprinzip, mit dem wir beide ja sehr stark arbeiten, aus der systemischen Lehre, lautet ja, es ist, wie es ist. Wenn du sagst, okay, du hast jetzt die Chance, das Jahr 2022 zu einem guten Jahr zu machen, dann hast du diese Chance jeden Tag aufs Neue. Es ändert aber nichts daran, dass 2022 für dich individuell so war, wie es war. Ja. Je mehr du versuchst, mit der Realität zu kämpfen, desto mehr wirst du diesen Kampf verlieren, nämlich zu 100%. Das ist schlicht und ergreifend so. Die ändert sich nämlich nicht. Aber was sich ändern kann, ist, wie gehst du mit diesem Jahr aus deiner Perspektive um? Was ist das Learning? Was ist der Phönix aus der Asche, den du dir aus dem Jänner, Februar, März, aus dem ersten Halbjahr, aus dem zweiten Halbjahr, was auch immer, mitnehmen kannst? Und da habe ich jetzt vor kurzem am Wochenende, war ich in einer Fortbildung und habe den Satz gehört, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Lautet nämlich, the reality is that in reality, reality isn't really real. Okay, mein Fuck jetzt nochmal zum Mitschreiben, genau. Sebastian. Was so viel bedeutet wie, wir machen uns unsere Realität selbst. Viele von euch werden vielleicht die Idee des Konstruktivismus kennen, das schlicht und ergreifend sagt, ich mache mir meine Wahrheit selbst, in der Art und Weise, welche Brille ich aufsetze und mit welchem Blickwinkel und mit welchem Fokus ich auf eine Situation, auf ein Gespräch, auf einen Job, auf ein ganzes Jahr blicke. Mit welcher Vorgeschichte, mit welchen Filtern. Ja. Ja. Und wir haben die Möglichkeit, dass wir diese Brille abnehmen und uns vielleicht eine neue Brille aufsetzen, die die uns vielleicht eine andere Perspektive gibt. Schaut damit nicht schlecht aus, deine Brille, die Realität durch deine Brille. Und das ist dann immer der Aspekt, welche Brille bin ich bereit aufzusetzen und welche auch abzulegen. Welche bin ich bereit abzulegen? Das ist viel schwieriger noch. Und an welcher will ich festhalten? Ja, ja. Und genau dem werden wir uns heute widmen. Also du merkst schon, we are on fire, wir haben uns schon vorher warm gelaufen. Ich möchte mal einen kurzen Struktur geben für die heutige Folge.
wir werden jetzt mal kurz reinschauen, wie war in Sebastian sein Businessjahr, wie war mein Businessjahr, was haben wir überhaupt für Milestones auch erreicht dieses Jahr, um dir ein Gefühl zu geben. Ja, also die Review-Folge ist für mich auch immer eine True-Talk-Folge, wo du einen Blick in mein Business sozusagen bekommst. Und dann schauen wir wirklich auch, welche Herausforderungen gab es, welche Learnings haben wir gehabt. Und dann gehen wir da tiefer rein, genau das, was der Sebastian jetzt gesagt hat. Was bin ich denn bereit, nicht vielleicht abzulegen? Wo habe ich Muster in meinem Leben, die ich immer wieder reproduziere, die ich dieses Jahr erkennen möchte und nächstes Jahr loslassen darf? Genau. Mhm. Milestones. Also ich habe vorher dieses Gespräch zwischen uns auch schon angefangen mit dem Podcast als Milestone. Du kommst seit Mai jede Woche in den Genuss einer Podcast-Folge bei mir. Das heißt, Spotify hat mir rückgemeldet, 1300 Minuten habe ich dieses Jahr an Podcast-Material produziert, was wahnsinnig viel ist aus meiner Sicht. Ja. Also im Endeffekt könntest du hier mein ganzes Wissen abgreifen in diesem Podcast. Tu es. Ja? Also dazu ist es da. Hör, wenn du die alten Folgen sozusagen noch nicht kennst, dann kannst du dir ja für 2023 vornehmen, jede Woche 2 Folgen zu hören, damit du sozusagen das Ganze nachhören kannst und nachverfolgen kannst. Warum mache ich den Podcast überhaupt und warum war der 2022 so wichtig für mich? Und da sage ich auch danke an der Stelle, dass du immer wieder reinhörst jede Woche, den Podcast teilst, weil das hat mir Spotify auch verraten. Meine Hörerinnen gehören zu den Top 10% der Hörerinnen, die den Podcast immer teilen mit ihren Freundinnen und Kolleginnen. Da steht sogar, wo du sie teilst, auf WhatsApp oder per Direct Message und so weiter. Ja? Creepy thing, but go on, ja. Also mach das weiter, weil du weißt, sharing is caring. Deine Kolleginnen und deine Freundinnen profitieren genauso davon, wenn sie in der Karriere weiterkommen. Und das möchte ich hier noch auch sagen, dieses klassische Queen Bee-Syndrom, das betrifft uns nicht mehr. Also im Sinne von, es kann nur eine Frau an die Spitze schaffen oder ähnliches. Nein, ich möchte, dass 5000 Frauen an die Spitze kommen und es ist genug Platz für alle da. Und ja, supportet euch und schickt weiter den Podcast rum. Also das ist mir auf jeden Fall wichtig, euch noch mitzugeben. Genau. Warum war mir der Podcast wichtig? Weil ich das Gefühl habe, du kannst sehen, wie ich über Karriere denke. Du kannst hören, was du bei mir machen kannst, wie du dich weiterentwickeln kannst, wie du eigentlich deine eigene Transformation jede Woche selber in die Hand nehmen kannst. Und daher ist der Podcast für mich auch so ein kleines Geschenk an dich und an die Welt, weil ich kenne dich vielleicht gar nicht persönlich hier, wo du den hörst, oder ich kenne dich persönlich, weil du schon bei mir eine Klientin warst oder weil du in meiner Community aktiv bist oder ähnliches. Aber ganz viele Hörerinnen kenne ich auch nicht, die diesen Podcast hören. Und tatsächlich merke ich es dann immer erst, wenn mir jemand sagt, hey, ich habe deinen Podcast gehört, dann bin ich im Urinteressiert, ach so, wann und welche Folge und wie hat es dir gefallen? Weil der Podcast ist, musst du dir vorstellen, das ist wie ein Monolog ins Dunkle im Endeffekt. Also ich höre ja nicht, was du denkst, während ich mit dir spreche. Und deswegen ist es auch für mich eine wahnsinnige Challenge auch immer, zu sagen, okay, wie viel von mir teile ich jetzt? Und mein Beschluss ist, ich teile alles von mir, weil nur dann ist es sinnvoll für dich, auch meine eigenen Vorgänge zu sehen. Und das ist ja auch im Female Leader Stories ein ganz, ganz essentieller Punkt, wo ich auch die Interviews mache mit den erfolgreichen Role Models. Du siehst, wie erfolgreiche Frauen denken, einerseits positiv, aber auch manchmal zweifeln. Und es normalisiert das Ganze. Und das möchte ich dir auch als Gefühl mitgeben. All das, was hier geteilt wird im Podcast, ist meine eigene Wahrheit. Jetzt let's put it like this. Ja. Also wo wir auch gerade drüber gesprochen haben, Wahrnehmung macht Wahrheit. Und hier siehst du meine Wahrheit. Und du kannst schauen, ist es auch deine Wahrheit oder möchtest du, dass es mehr deine Wahrheit wird? Mhm. Und dann hörst du einfach weiter. Ja, das ist mein erster großer Meilenstein. Ich würde da gerne noch was dazustellen. Und zwar, ich glaube, du hast gesagt, du bietest deinen Hörerinnen jede Woche ein kleines Geschenk, wo sie jedes Mal aufs Neue die Chance haben, etwas in ihr Leben zu implementieren, ihre Transformation anzustoßen, sich selber weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, das große Geschenk, das du deinen Hörerinnen da jedes Mal gibst, ist nämlich genau deine Geschichte dazu und deine Perspektive dazu. Mhm. Okay, wow, schau, die hat auch dieses Problem gehabt. Wie ist denn die Katja damit umgegangen? Ich stehe jetzt vor einer ähnlichen Situation oder vor einer vergleichbaren Situation. Ah, da gibt es eine Lösung dafür. Es gibt auch andere Menschen, die in diesem Strudel schon einmal drinnen waren und so weiter. Allein das ist schon
massiver Relief oft, den man empfindet, wenn man gerade in seinem Problem-Struggle drinnen hängt. Anderen geht es auch so und sie haben es auch geschafft und gelöst. Da, es gibt eine Lösung am Ende des Tunnels. Die Situation, in der ich jetzt gerade bin, ist kein Dauerzustand, sondern nur eine Station. Und wenn ich der Katja zuhöre, dann bekomme ich diesen einen Anstoß, vielleicht in die nächste Station hineinzugehen. Und ich glaube, ich habe deine Podcast-Folgen selber oft genug gehört, dass genau das der große Anstoß zur Transformation ist für deine Zuhörerinnen. Und das ist wunderschön, Sebastian, dass du das sagst, weil selber ist einem das auch nicht so bewusst. Und für dich ist jetzt eigentlich auch nur die Frage zu beantworten, ja, wo hast du vielleicht auch jetzt etwas, wo du vielleicht verzweifelt bist, ja? Und wo kannst du dir jetzt die Aufgabe stellen, ich suche jemanden, der das schon gelöst hat. That's it, ja? Und dann weißt du, dass es möglich ist. Mhm. Und dann geh nicht her und sag, ja, bei dem ist es aber anders, weil der hat das und das und der hat das und das und es ist anders, ja? Es wird keinen genauen Klon von dir geben in dieser Welt. Und gleichzeitig lass dich nicht von deinem Gehirn austricksen und dir weise machen, dass du alle Voraussetzungen genauso haben musst wie ein anderer Mensch. Weil jetzt könntest du auch herkommen und kannst sagen, ja, die Katja hat ja schon so jung eine Managementkarriere gemacht. Ja, habe ich. Und gleichzeitig kannst du es auch mit 40 starten oder mit 50. Das ist komplett egal. Das ist nicht wichtig. Es funktioniert vielleicht ein bisschen anders. Tatsächlich funktioniert manches leichter, manches schwerer vielleicht. Ja, also alles hat Vor- und Nachteile. Und geh nicht her und versuch dann die Realität so auseinanderzunehmen, dass du sagst, okay, ja, aber ich habe ja das nicht. Sondern geh in die Gestalterinnenrolle, nicht in die Opferrolle und sag, aber ich könnte ja. Ja, und was wäre, wenn es möglich wäre? Das ist dieser gute Lösungsfokus da. Das wäre vielleicht auch eine schöne, wenn ich da gleich ein bisschen so hineingrätsche, das wäre auch schon eine schöne erste Reflexionsfrage für deine Hörerinnen, glaube ich. Wenn du dir die Frage stellst, wenn du dir darüber nachdenkst, okay, was war 2022 so mein Thema und du ganz, ganz ehrlich sein willst mit dir, könntest du dir die Frage stellen, welche Nummer 1 Ausrede sage ich mir denn selbst jeden Tag, jede Woche, jedes Monat aufs Neue, damit ich nicht diesen ersten Schritt machen muss? Ja. Damit ich nicht diese eine Person finde, die das gleiche Problem oder ein ähnliches Problem schon hatte und die Lösung kennt und ich sie nicht kontaktiere. Ja. Oder sie nicht frage, wie sie damit umgegangen ist. Ja. Was ist die eine Ausrede, die immer vielleicht jedes Mal aufs Neue hat, ja, mein Problem ist anders, ich bin vielleicht jünger, ich bin vielleicht älter, ich habe vielleicht noch nicht die Erfahrung. Ich habe keine Zeit. Ich habe kein Geld. Genau, alle diese. Ich bin nicht so gut aufgewachsen. Genau. Ich habe keinen Studiumabschluss. Was ist dein? Ich habe Kinder, ich bin verheiratet, ich bin nicht verheiratet, genau. Ich habe kein Supportive Netzwerk. Ja. All das, ja, also das, um dir ein paar Beispiele zu geben. Ja. Kinder ist übrigens auch eine Lieblingsausrede von meinen Klientinnen. Viele meiner Klientinnen haben eine Familie und sagen dann zu mir, ja Katja, du hast ja keine Kinder. Ich werde jetzt nicht auf das Thema groß einsteigen und gleichzeitig hast du es dir ja ausgesucht, auch Kinder zu haben. Ja, es ist ja auch deine Realität, weil du sie dir ausgesucht hast, so wie sie heute ist. Das heißt, es bringt gar nichts, dann zu sagen, naja, ich habe ja das und das nicht. Ich könnte auch sagen, was habe ich nicht? Ich weiß nicht, ich bin viel zu lösungsorientiert, aber was habe ich nicht in meinem Leben? Ich kann auch sagen, ja, ich hatte keinen Vater, der mich mit Liebe überschüttet hat, und deswegen kann ich jetzt keinen Ehemann haben, den ich abgöttisch liebe oder sonst was. Oder der mich abgöttisch liebt. Stimmt nicht. Kann ich haben. Habe ich gestruggelt damit? aber habe ich überwunden und konnte ich haben. Also all das, was du auch in der Vergangenheit vielleicht nicht hattest oder jetzt einfach nicht hast, das darfst du auch auflösen. Du musst nicht dran festhalten. Genau. Und diese Nummer eins, diesen Lieblingsgeschmack an Ausrede zu identifizieren, ist schon ein enorm großer Schritt in deinem Review-Prozess, weil du diesem Thema dann automatisch nicht mehr so eine Kraft gibst, dass es dich vielleicht beim nächsten Mal wieder zurückhält. Weil wenn du das nächste Mal in der Situation bist und dir denkst, ah, jetzt wäre eigentlich der Moment, wo meine Lieblingsausrede kommt, eine der Listen, die wir gerade gehört haben, heute entscheide ich mich anders. Ja. Vielleicht kommt sie ja sogar und dann darfst du auch sprechen mit ihr und sagen, okay, es ist ja schön, dass du das glaubst, aber da gibt es auch einen Teil in mir, der glaubt das gar nicht und der glaubt, dass er sich das aussuchen kann. Mhm. Und wenn du willst, dann nenn diesen Teil Coach Katja. Das machen meine Klientinnen auch. Also im Sinne von, was würde die Katja jetzt tun oder sagen? Ja, also diese kleine Stimme im Ohr,
Die bin ich auch gerne für dich. Die darfst du gerne internalisieren, wenn du möchtest. Oder eine andere. Du kannst auch die Stimme von Sebastian nehmen, wenn dir eine männliche Autorität mehr taugt in deinem Kopf. Oder, ja. Also es gibt auch immer diese positiven Anteile in uns, die auch sagen, aber es ist doch möglich. Und ich kann das doch. Und wie kann ich es machen? Und die wollen wir natürlich noch stärker dann haben. Was waren einer deiner Milestones? Ein persönlicher Milestone von mir, der natürlich auch ins Business hineingreift, ist zu verstehen, dass die Einsicht, die Erkenntnis, dass es wichtig ist, dass ich nicht nur meine eigene Sprache spreche, sondern dass ich beginne, die Sprache meiner Klientinnen und Klienten auch zu sprechen, damit mich die verstehen. Und ist dass gut. wir... Wenn wir in unseren Ausbildungen, in unseren Erfahrungen, in unseren Coachings, in unserer Arbeit, wir sind oft in unserem Fach Chinesisch und in unserer Fachthematik und für uns ist das alles ganz wunderbar klar, natürlich in unserer Welt, in unseren Modellen. Aber das ist so weit weg von den Themen, den Problemen und den Ansichten, den Formulierungen, wie es unsere Klienten formulieren würden, dass das wirklich eine große Erkenntnis war und das habe ich auch wiedergespiegelt bekommen, jetzt verstehe ich, was du meinst. Und ich hatte das Gefühl, ich rede seit einem halben Jahr von nichts anderem. Ja? Was war so einer deiner Lieblingsfachbegriffe? Zum Beispiel das, was ich heute schon wieder gemacht habe mit Konstruktivismus. Ja? Oder wir fangen mit irgendwelchen Modellen an zu sprechen. Ja. Und das, auch wenn es inhaltlich klar ist, es holt die Leute nicht ab. Und zu verstehen, dass es nicht um mich geht, sondern es geht darum, wie kann ich mit dem, was ich gelernt habe, was ich kann, was meine Gabe ist, was meine Zone of Genius ist, wie kann ich das so übersetzen, dass ich damit an anderen Menschen berühren kann. Ja, weil nur dann wird es relevant und nur dann wird es interessant. Und das ist sowohl, wenn du mit jemand anderem gemeinsam Ziele erreichen möchtest, ist es wichtig, dass du seine Sprache sprichst und nicht deine. And there's a message im Leadership drinnen, vor allem, ja, also im Sinne von, du kannst nicht in deiner eigenen Welt bleiben, wenn du die Welt eines anderen Menschen beeinflussen möchtest. Ja, also das funktioniert nicht. Wir kennen all diese Fachexperten vielleicht, die einfach so sagen, die in ihrem Fach Chinesisch daherreden. Ja. Jetzt Sebastian hat es als Coach-Beispiel jetzt gemacht, aber die hast du da draußen auch und vielleicht bist du auch so eine Fachexpertin, die sich toll fühlt, weil sie das kann. Ja? Und das ist ja auch großartig. Wir beziehen unseren Selbstwert daraus, dass wir das ja können und dass wir das gelernt haben und gemeistert haben. Und gleichzeitig, wenn du diesen Sprung und Shift zur Leaderin auch machst oder ja auch zum Coach, der mit Klienten arbeitet und so weiter, dann musst du diesen Schritt rausmachen und sagen, okay, das ist meine Welt, aber wie schaut denn die Welt meines Gegenübers eigentlich aus? Ja, und das ist dann manchmal auch so direkt Landesgrenze an Landesgrenze. Und dann muss ich mal zumindest rüberschauen können und muss immer sagen, aha, wie schaut es da drüben aus? Ja, also das geht auch bei deinen Mitarbeiterinnen so, das geht bei deinen Chefs und Chefinnen so, das geht bei Kunden und Klienten so. Die haben alle eine andere Welt und da sind wir wieder bei dem Thema Wahrnehmung schafft Wahrheit. Ja, also das, wie du die Welt wahrnimmst, schafft das auch deine eigene Wahrheit und deine Realität. Und tatsächlich haben wir das mal im Paar-Coaching so gemacht, mein Ehemann und ich, wo wir das auch dann gesagt haben, okay, wie schaut denn die Welt des Partners aus? Und wir hatten da einmal ein Bild von einer, ich habe immer gesagt, es fühlt sich so für mich an, wenn du zu mir rüber gehst und du wärst so eine kleine Schildkröte, die dann auf meine Landesgrenze hinkotzt. Dieses Bild, das verwenden wir heute noch, weil es sich so angefühlt hat, okay, du kommst in meine Welt und du wertschätzt nicht, was in meiner Welt ist. Und wirklich beachtet das in eurer Kommunikation, die Wertschätzung auch für die andere Welt. Wie drücken wir das aus, indem wir mal sagen, aha, du hast dieses Bedürfnis, du hast dieses Gefühl, das und das ist so für dich. Also über diese Feststellung eigentlich auch für einen anderen Menschen, okay, für dich ist es so, für mich ist es so. Das heißt nicht, dass du einverstanden sein musst mit dem, wie der andere die Welt sieht oder so, sondern es ist einfach nur mal die Feststellung, du darfst deine eigene Wahrheit haben und dann können wir aber drüber sprechen, vor allem, wenn wir zusammenarbeiten müssen oder wollen, ja, in der Hinsicht, wie kommen wir da jetzt zusammen? Du denkst das, ich denk das und wo ist die Schnittmenge? Ja, das ist auch etwas, was wir im Vorhinein schon besprochen haben, aber ich glaube, das würde jetzt ganz gut dazu passen, mit welcher Haltung begegne ich meinem Ehepartner, meiner Ehepartnerin,
meinem Mitarbeiter, meinem Vorgesetzten, meinen Kindern, wem auch, mit welcher Haltung, und Haltung ist so ein Fachwort wieder einmal, so ein schönes Wort, ja, und ich beschreibe das ganz gern mit welches emotionale Bauchgefühl, was empfinde ich da, wenn ich diesem anderen Menschen gegenübertrete? Mhm. Fühle ich mich da größer, fühle ich mich da vielleicht kleiner, fühle ich mich ermächtigt, fühle ich mich schwach, fühle ich mich nervös oder ängstlich? Was ist die Haltung, mit der ich diesem anderen Menschen begegne? Und hier ist eine sehr schöne, und das ist auch das, was wir vorher besprochen haben mit den Bedürfnissen unseres Unterbewusstseins, die Haltung zu sagen, ich bin okay und du bist okay. Ja, das ist dieses Okay-Okay-Tenor. Ja, total. Und wenn ich den lebe mit meinen Mitarbeitern, wenn ich den lebe mit meinem Vorgesetzten, mit meinem Ehepartner, mit einer Freundin, mit einem Freund, dann habe ich nicht mehr das Gefühl, den anderen davon zu überzeugen, dass er nicht okay ist oder dass ich nicht okay bin. Genau. Sondern dann ist das vom Tisch. Ich suche keinen Beweis. Ich brauche auch keinen Beweis dafür, dass der andere okay ist und dass ich selber okay bin. Heißt wiederum nicht, dass es nicht Handlungen gibt, die nicht okay sind. Aber der Mensch an sich, und da dann nochmal auch zu unterscheiden, weil ich weiß, ihr habt manchmal cholerische Chefs und Chefinnen oder und so weiter. Ja? Das heißt nicht, dass alle Handlungen gut sind oder okay sind, sondern aber der Mensch in sich selber. Genau. Und da hatte ich eine ganz interessante Erfahrung mit einer Coaching-Kollegin, die mit mir die Ausbildung gemacht hat, die tatsächlich mit Straftätern gearbeitet hat in der Bewährungsarbeit. Und sie hat gesagt, ich verurteile all das, was du getan hast, aber ich verurteile dich nicht dafür. Also diese Unterscheidung auch da zu machen, wenn wir über diese Landesgrenze zu einem anderen Menschen gehen, ja, und diese Haltung dann haben. Aber dieser Gefühlscheck-in, den könnt ihr jetzt auch gleich direkt machen und mal schauen, im vergangenen Jahr, mit welchen Menschen hattest du zu tun oder hast du jetzt gerade zu tun? Und welches Gefühl lösen diese Menschen in dir aus? Mhm. Machen sie dich nervös? Kriegst du schon einen Kopfschmerz, wenn du an einen Termin mit dem Menschen denkst? Oder erzeugen sie ein Freudegefühl in dir? Musst du schon lächeln, wenn du dran denkst, dass du die Person siehst, triffst oder ähnliches? Ja? Als ich gesagt habe vorher, ja, der Sebastian kommt vorbei, da habe ich mich schon gefreut, weil Sebastian und ich, wir haben immer einen Spaß miteinander und fühlen uns gut miteinander in der Kombination. Ja? Und dieses Gefühl, was du schon antizipativ hast auf diesen Menschen, zeigt schon mal ganz, ganz viel an. Einerseits entweder, was hier möglich wäre als Learning, ja, also was du hier lösen darfst mit diesen Menschen, oder aber auch, wenn du nicht bereit bist, das zu lösen, auch zu sagen, okay, ich möchte dieses Thema noch nicht lösen, dann musst du dich aber auch nicht dieser negativen Emotion ganze Zeit aussetzen. Mhm. Also es ist auch nicht so, dass man, und das kann man auch nicht, man kann sehr wohl sehen, okay, hier habe ich noch ein Selbstwertthema, ich denke, ich bin gar nicht gut genug und deswegen halte ich mich in den Verhandlungen zurück. Hier habe ich ein Thema in meiner Familie und ich fühle mich eigentlich gar nicht so wirklich wohl dort und. Ja, du kannst das alles sehen und wenn du schon länger in meinem Podcast bist, dann siehst du das vielleicht auch. Das heißt nicht, dass du alle Themen auf einmal lösen musst. Ja, also bitte nicht in den Perfektionismus verfallen und sagen, okay, ich muss mich jetzt von oben bis unten durchoptimieren. We are work in progress. Und ich glaube, wenn ich das in einem Jahr gemerkt habe, dann so stark wie fast noch nie in diesem Jahr, weil ich extrem viel tiefe Persönlichkeitsentwicklungsarbeit mit mir selber gemacht habe, sehr viel von meinem Ego loslassen habe dürfen dieses Jahr, sehr viele Bedürfnisse des Unterbewusstseins bearbeiten durfte. Wenn du da mehr reinhören möchtest, dann hör dir die komplette Podcast-Serie an, die es vor dieser Folge gab, zur Karriere deines Unterbewusstseins. Da kannst du nochmal reinsteigen in das Thema Unterbewusstsein. Aber wir kommen heute auch nochmal dazu. Ja, das ist eine gute Überleitung. Du hast gerade über dein Jahr begonnen zu sprechen. Was war denn deine Number One Herausforderung und was hast du daraus gelernt in diesem Jahr? Ich habe meine erste fixe Mitarbeiterin eingestellt dieses Jahr und das war ein riesiger Milestone. Danke. Als Coach als Expertin, persönliche Dienstleisterin, Trainerin ist es nicht so einfach, eigentlich ein Unternehmenssystem aufzubauen, was mit dir auch arbeitet in deiner Expertenrolle. Und gleichzeitig habe ich ganz viele andere Hüte natürlich auch auf im Management, in der Unternehmerinnenrolle, aber natürlich auch in der Coach- und Expertenrolle, in der du mich eigentlich kennst. Und dann war es natürlich eine Herausforderung, genau die richtige Mitarbeiterin für mich zu finden. Die habe ich jetzt auch gefunden und mein Team dadurch erweitert. Und ich hatte aber das vergangene Jahr eine sehr negative Erfahrung da auch, dass das nicht funktioniert hat mit einer Mitarbeiterin, die ich eingestellt habe. Und dann habe ich sehr an mir selber gezweifelt und habe mir gedacht so,
boah, kriege ich das überhaupt hin? Ich habe so viel zu tun, war total in diesem Stress drinnen und habe mir gedacht, das, was ich jetzt brauche, was mich erlösen wird, ist eine Mitarbeiterin. Ja, diese Wenn-Dann-Verknüpfung. Wenn ich eine Mitarbeiterin habe, dann wird es mir gut gehen. Vielleicht hast du selber auch so eine Verknüpfung wie, wenn ich erst meine Führungsposition erhalten habe, dann werde ich mich wertvoll fühlen, dann werde ich allen gezeigt haben, dass ich gut bin oder ähnliches. Solche Verknüpfungen. Ich hatte das mit meiner Mitarbeiterin. Weil ich gesagt habe, wenn ich die Mitarbeiterin habe, dann werde ich nicht mehr so gestresst sein, dann habe ich mehr Zeit für mich und so weiter. Ja. Dass das ein Fehler ist, dazu kommen wir später nochmal gleich, aber diese Verknüpfung hatte ich und das heißt, es war für mich eine riesige Herausforderung dieses Jahr. Und habe das aber super hinbekommen, habe 90 Bewerbungen auf meine Stellenausschreibung dieses Jahr bekommen und war amazed, wie viele qualitative, meistens Frauen bei mir arbeiten wollten, weil sie auch gesagt haben, okay, sie wollen die Mission unterstützen und so weiter und sie wollen auch remote bei mir arbeiten, weil meine Mitarbeiterin sitzt in Salzburg und arbeitet 100% remote mit mir und gestern hatten wir unser Mitarbeiterinnengespräch und sie hat gesagt, sie können sich gar nicht mehr anders vorstellen, das ist so cool integriert in ihren Arbeitsalltag. Also wirklich super, super Success Story auch dieses Jahr gewesen und dann hatte ich auch noch schon dieses Jahr 3 unterschiedliche Praktikanten in meinem Unternehmen, die mich auch unterstützt haben und uns unterstützt haben und das ist wunderbar, weil eine arbeitet jetzt noch länger bei uns und macht Freelance auch für uns in dem Grafikbereich etc. Also das Team wächst, ja, und das war echt der größte Milestone dieses Jahr, das zu machen und auch die Umsatzbasis tatsächlich auch zu schaffen, dass das möglich wird. Auch die finanzielle Stabilität zu schaffen im Unternehmen, dass das möglich wird. Ja, und darauf bin ich sehr stolz, dass ich diese Wenn-Dann-Verknüpfung für mich zumindest mal temporär aufgelöst habe. Mhm. Ich finde es auch schön, was du sagst, was für deine Zuhörerinnen sicher auch in ihrem Kontext relevant ist. Welche Wenn-Dann-Verknüpfungen hast du denn? Du hast gerade angesprochen, wenn ich diese Position erreicht habe, dann bin ich gut genug. Wenn ich diesen Betrag an Jahreseinkommen habe, dann fühle ich mich erfolgreich. Ja. Dann kann ich es meinem Vater, meiner Mutter, meiner Schwester, wem auch immer, beweisen, dass ich eine tolle Tochter bin, dass ich eine selbstbewusste Frau bin. Diese Wenn-Dann-Verknüpfung, sie ist am Anfang ein hervorragender Antrieb. Warum? Weil sie meistens in dir das Gefühl von Wut auslöst und die Wut im ersten Schritt einmal dich treibt. Ja? Veränderung. Die Transformation wird angestoßen mit diesem emotionalen Treibstoff. Aber bei einem gewissen Punkt kann ich mir vorstellen, dass du wahrscheinlich an der Stelle stehen wirst, wo du sagst, okay, ich fühle mich emotional schon langsam, trocknet das da aus in mir und ich fühle mich immer erschöpfter, es wird anstrengender, ich fühle mich... Ja, nein, also du übergehst deine Grenzen eigentlich auch ständig mit so einer Wenn-Dann-Verknüpfung. Genau. Und das endet dann häufig auch im Burnout im beruflichen Kontext, weil Burnout ist nichts anderes als, ich habe meine körperliche Grenze auch nicht lang genug ignoriert, dass ich in einen körperlichen Erschöpfungszustand gehe. Ja. Und mein Körper sagt, also das lernen wir auch, wir machen auch gemeinsam gerade eine Ausbildung, muss man auch dazu sagen, haben auch letztens in der Ausbildung so gehabt, dieser schöne Spruch, den kannst du dir merken, die Seele sagt zum Körper, geh du voran, weil auf mich hört sie oder er nicht. Mhm. Also was will dir denn auch dein Körper sagen, was du nicht siehst, was du in deiner Seele, sozusagen in deinem insgesamten Wohlbefinden, in deinem Leben ignorierst. Ja. Ja. Und diese Wenn-Dann-Verknüpfungen führen eben zu diesen Grenzüberschreitungen. Genau. Und erst wenn ich mir wieder dieser Wenn, womit konditioniere ich mich denn eigentlich? Was ist denn meine innere Bedingung dafür, dass ich mich erfolgreich oder wertig oder gut genug fühle? Und wenn ich das ans Tageslicht bringe, dann wirst du mit 100%iger Sicherheit schon eine enorme Erleichterung in deinem Alltag einfach empfinden, weil du es dann aus einem anderen Antrieb heraus machst. Du hast nicht mehr das Bedürfnis, du musst da jetzt eine Wenn-Dann-Klausel erfüllen, sondern du tust es aus einem inneren Antrieb heraus. Ja. Der dich vielleicht sogar erfüllt, der dich dich mit positiven Emotionen auch ausfüllt. Und aus der Haltung heraus, das haben wir über die Haltung, wirst du ganz schnell ganz andere Dinge auch erreichen. Man sagt dann, man wird magnetisch auch dazu. Das ist das, was dann die Leute sagen, magnetisch, anziehend, das Glück fällt dir in den Schoß und, ja, weil man andere Dinge dann auch anzieht im eigenen Leben. So blöd es klingt oder so spirituell es klingt, du strahlst etwas aus, was andere Menschen haben wollen, die das Thema vielleicht noch nicht gelöst haben. Mhm. Und das ist auch so, und das führt dann zu diesem Selbstbewusstsein, zu diesem Selbstwertgefühl,
dass du auch schlechte Jobsituationen nicht mehr akzeptierst, weil du selber dir wert genug bist, das nicht mehr zu haben. Mhm. Jetzt nochmal eine kleine Warnung für all meine Perfektionistinnen da draußen. Du darfst das Thema auch mal wahrnehmen und du musst es nicht gleich gelöst haben. Ja? Also du kannst auch sagen, okay, ich habe jetzt diese Wenn-Dann-Formulierung mal für mich gesehen und ich werde sie angehen und ich gehe sie an, aber ich mache mir selber nicht den Druck, dass ich es morgen nicht mehr mache. Ja? Also nicht dann darüber verzweifelt sein, dass du es dann nochmal machst, dieses Verhalten, oder dass du schon wieder in People-Pleasing bist und sagst, ja, ich mache das, non-promotional task angenommen und, also so diese Themen auch machst und darfst sagen, Mist, jetzt habe ich schon wieder gemacht, aber nächstes Mal mache ich es besser. Oder was könnte mir helfen, mich in der nächsten Besprechung daran zu erinnern, dass ich das nicht mehr mache? Mhm. Dass ich nicht mehr sage, die Verknüpfung, wenn ich immer aufzeige, wenn die Chefin fragt, dann werde ich auch die nächste Beförderung bekommen. Mhm. Ah. Because this is not true, ja, also das wissen wir auch, ja, und dann könntest du dir ein Post-it auf deine Mappe kleben, wenn du in die Besprechung gehst und da steht einfach oben, du darfst oder was auch immer, oder du zeichnest einen Teddybär drauf, also das kann ein Symbol sein, was niemand anderer entschlüsseln kann, außer du selber, und das sich dann einfach auch erinnert, dieses Verhalten neu zu üben, weil du hast es ja schließlich auch vielleicht 30 Jahre lang geübt anders. Und dann darfst du es jetzt auch wieder neu üben. Es muss keine 30 Jahre dauern. Dann bin ich schon 60 Jahre alt. Das wäre mir echt zu alt. Ich möchte es gerne früher erleben. Und du kannst ja natürlich auch einen Booster holen, indem du das mit jemandem durchmachst. Sebastian ist ein Trusted Coach. Also den würde ich immer und überall weiterempfehlen. Du kannst zu mir kommen. Du kannst mich fragen, was ist dein Thema? Und wo kannst du das hier angehen? Oder ähnliches, ja. Hol dir einfach auch eine Unterstützung, wenn du sagst, okay, ich möchte das schneller lösen, und setz dir nicht diesen Druck aus. Ja. Auch ich habe erst dieses Jahr mir Unterstützung geholt, gerade zum Thema, ich bin nicht gut genug, und gerade auch zum Thema Grenzen setzen, weil ich da auch im Unterbewusstsein Themen hatte, die ich anschauen wollte, und habe auch eine andere Coach beauftragt, mir dabei zu helfen. Also das ist auch ganz wichtig und da bin ich ganz transparent. Ich habe eine Paarcoach, eine Therapeutin, eine Hypnocoach, jetzt mache ich eine Coaching-Ausbildung. Ja, also die alle sagen zwar, mach nicht zu viel gleichzeitig, aber Katja ist immer so, Quantum Leaping, ich will noch schneller, noch schneller, ja. Also deswegen habe ich auch diesen freundlichen Hinweis hier dazu gegeben, du musst nicht alles in einem Jahr lösen, du darfst es so schnell lösen, wie du magst, ja, aber es gibt kein Muss dahinter, du hast noch ganz, ganz viele Lebensjahre vor dir, wo du das dann lösen darfst und angehen darfst und diese Journey auch genießen darfst. Ja. Ja. Es ist okay, deine Themen in deiner Zeit und Geschwindigkeit anzugehen. Ja. Was auch immer das für dich individuell, subjektiv bedeutet. Ja? Gong. Voice. Ja? Man kann das natürlich so machen wie du. Ja? Volle Kanne. Alle zwei Monate ein Thema. Genau. Ja. Aber das ist vielleicht nicht für jeden der richtige Taste oder die richtige Geschwindigkeit, und das ist überhaupt auch nicht notwendig. So wie es für dich sich richtig anfühlt und gut anfühlt, passt es. Und gleichzeitig darfst du dir auch die Erlaubnis geben, dass es okay ist, Hilfe anzunehmen. Ja. Ich muss nicht alles alleine schaffen. Ich muss nicht alles selber machen. Ja, voll. Egal welchen Lebensbereich das betrifft. Dir selbst die Erlaubnis zu geben, dass man mit einem offenen Herzen Unterstützung annimmt und auch um Unterstützung bittet, und dass das keinen Einfluss auf deinen Status, deinen Stellenwert, deinen Selbstwert oder sonst irgendwas hast, das ist völlig in Ordnung. Und das war auch ein großes Learning für mich persönlich, zu sagen, es ist okay, dass ich jemand um Hilfe bitte. Mhm. Hätte ich früher wahrscheinlich niemals gemacht, weil ich bin der König der Welt Mentalität hatte und ich bin sowieso der Großartigste überhaupt. Und das war ein Hashtag Narzisst, oder? Hashtag Narzisst, genau. Und das war ein harter Kuss mit dem Boden sozusagen. Einmal den Asphalt geküsst. Den man da macht, wenn man das übersieht. Ja? Mhm. Und mir selbst die Erlaubnis zu geben, hey, darf jemanden fragen? Und es hat überhaupt keinen Einfluss auf who I am als Sebastian. Das ist so befreiend, und ich glaube, dass deine Hörerinnen da sich selbst auch noch die ein oder andere Erlaubnis geben dürfen. Und dass es einer wirklich gut tun wird. Ja,
Ja, definitiv. Also ich glaube, den Gedanken können wir dann in der Planning-Folge dann nochmal weiter ausbauen, wie du das auch tun kannst und in welchen Bereichen du nächstes Jahr dir Hilfe vielleicht holen möchtest, wo du dir Ziele setzen möchtest. Und gleichzeitig ist es ja ein wunderbarer Einstieg, jetzt nochmal tiefer zu gehen, wenn man schon bei der Hilfe sind. Und da wollen wir vor allem über Muster mit dir sprechen. Warum über Muster? Vielleicht hast du das Wort auch schon mal gehört. Ich meine nicht das Muster deines Vorhanges oder deiner Sitzpolster, sondern ich meine das Muster in deinem Leben, vor allem die Ereignisse, Tätigkeiten, Emotionen, all das, was sich immer wiederholt. Und häufig ist nämlich da dahinter eine extrem gute Essenz, wo du ansetzen kannst, um ganz, ganz, ganz viel in deinem Leben zu lösen. Deswegen sind Muster so ein schönes Symptom, kann man eigentlich sagen. Etwas, was sich im Außen zeigt, wo wir so Sherlock Holmes-mäßig oder Enola Holmes-mäßig, wer den Netflix-Film gesehen hat, schauen können, was liegt denn eigentlich hier dahinter. Genau. Und ja, die erste Frage wäre einfach auch, wo hast du ein Muster 2022 bei dir entdeckt, das du vielleicht schon aus 2021 kanntest oder aus 2020 oder schon vor 2000er Jahre oder noch früher oder 1990 oder ähnliches. Ja? Also im Sinne von, es kann auch schon seit deiner Kindheit dir bekannt sein, dass du immer wieder das Gleiche fühlst, immer wieder in einer Beziehung das gleiche Thema hast, egal ob Arbeitsbeziehung oder Elternbeziehung oder Freundschaften oder Paarbeziehung oder ähnliches. Ja? Es kann sich in sehr, sehr vielen Arten und Weisen zeigen. Und vielleicht hast du dir auch schon von 21 auf 22 vorgenommen, ein bestimmtes Muster, Zu das dir lösen. schon bewusst war, zu lösen. Und du hast dir das tiefe Versprechen gemacht, okay, im nächsten Jahr, so möchte ich es nicht mehr machen. So geht es nicht mehr weiter. Ich nehme das jetzt vor, im nächsten Jahr wird alles anders. Das Ja? ist ein guter Spruch. So geht es nicht mehr weiter. Das spricht für einen Schmerzpunkt. Ja? Also da hast du eine wirkliche, eine tiefe Traurigkeit, Wut, Angst oder ähnliches gespürt in dir und hast gesagt, na, so nicht. Das will ich nicht. Ja? Dein Erwachsenen-Ich sagt, das will ich nicht. Ja? Und gleichzeitig muss ich dir jetzt leider sagen, du hast es aber kreiert und das aus einem Grund. Ja? All das, was du in deinem Leben nicht möchtest, ist auch da, weil du Aktionen, Handlungen gesetzt hast, damit es da ist. Ja, das mag sich jetzt böse anhören, vor allem auch bei Schicksalsschlägen. Klammer die vielleicht an der Stelle jetzt einfach mal aus, damit es dir leichter fällt und schau mal auf dein Leben, das du selber ganz aktiv beeinflussen kannst. Welchen Partner hast du oder Partnerin? Welche Arbeitsstelle hast du? Welchen Beruf hast du gelernt? Wie sind deine Kinder drauf? Wie sind deine Freunde drauf? Wie behandeln dich die Menschen in deiner Umgebung? Weil das hast du tatsächlich wirklich selber kreiert. Und ja, das ist eigentlich auch schon ein guter Punkt für ein bisschen Real Talk. Ich hatte nämlich 2021 genau so einen Moment, wo ich gesagt habe, lustige Anekdote, 31.12.2021, wir planen, mein Ehemann und ich, wir planen einen ruhigen Silvesterabend gemeinsam zu zweit in Wien zu Hause. Wenn ich das schon so anfange, dann not, ja, es war dann definitiv nicht so, weil wir hatten noch ein ganz wichtiges Business-Thema abzuschließen und wir haben gesagt, okay, wir wollen das im alten Jahr lassen. Was war der Fakt? Wir haben dann Essen bestellt, das Essen ist 2 Stunden in der Küche gestanden, weil wir noch nicht fertig waren und um 21.30 Uhr haben wir uns zum Essen hingesetzt und haben, und dann habe ich gesagt, nie wieder. Nie wieder will ich das Gefühl haben, dass nichts fertig ist, obwohl man eigentlich die Zeit genießen möchte. Ich wollte einfach einmal fertig sein. Ich wollte diesen Time-Struggle nicht mehr haben und habe gesagt, okay, 2022 wird das Jahr des Loslassens. Ich muss ganz, ganz viel loslassen, damit das nicht mehr passiert. Ja? Ich habe Business-Partnerschaften rausgekickt. Ich habe Programme rausgekickt. Ich habe Klientinnen rausgekickt. Ich habe Menschen rausgekickt aus meinem Leben. Und was soll ich dir sagen? Heute, wo wir diese Folge aufnehmen, du wirst sie erst später hören, aber morgen fliege ich in den Urlaub für ein ganzes Monat nach Australien. Und es ist nichts fertig. Es ist nichts fertig. Story of my life. Nothing is ready for it. Ja? Ich so zu all meinen Klientinnen, okay, ja, das noch und das noch und das noch brauchen sie noch sozusagen für ihren Erfolg. Und ich so, okay, ich buche das Internetpaket am Flug. That's my answer, ja. Was für eine schlechte, schlechte Antwort, Katja. But I'm a work in progress too. Ja? Also das möchte ich euch mal sagen. Und sozusagen mein Muster ist Time Struggle. Es ist nie genug Zeit, um all das
fertig zu machen, was ich eigentlich fertig machen möchte. Okay. Okay. Was ist dein Muster? Puh, mein Muster. Mein Muster, ich habe keine so eine traurige Silvestergeschichte eigentlich. Eigentlich so, war es dann doch schön. So spät okay. Abendessen, Wahnsinn am Silvesterabend. Ja. ich bringe den ganz gerne mit Spielen und überhaupt da das Bleigießen. Ich glaube, das darf man gar nicht mehr offiziell. Wird, glaube ich, nicht mehr verkauft, oder? Ich glaube, man darf es wirklich nicht mehr. Aber das haben wir mal gemacht und es war total lustig und spannend, dann hinein zu interpretieren. Anyway, wir sind off topic. Was ist mein Muster? Ein Muster, das ich für mich heuer erkannt habe, ist ein ganz spannender Glaubenssatz. Was ist ein Glaubenssatz? Ein Glaubenssatz ist ein Satz, den ich mir selbst glaube, im Vergleich zu Sätzen, die ich mir nicht glaube. Das heißt... nicht, Sebastian. Ja, okay. der Unterschied ist aber ganz wesentlich, weil wenn ich mir selber was glaube und immer und immer und immer denke oder sage oder so in Konversationen diesen Satz fallen lasse, wird er stärker und verfestigt sich mehr in unserem eigenen System. Und oft ist es dann so, dass uns diese Verfestigungen gar nicht mehr bewusst sind und einfach im Hintergrund wirken, wie so eine Drehscheibe, die dreht sich die ganze Zeit, aber du denkst gar nicht mehr dran, weil es ist schon so selbstverständlich geworden wie Autofahren. So wie ein Band on repeat, es wiederholt immer die gleichen Dinge. Und davon gibt es natürlich jene Glaubenssätze, die uns stärken, die uns ermächtigen, die uns fördern, die uns auf unserem Weg begleiten, dass wir heute hier stehen dürfen, wo wir sind. Und dann gibt es natürlich die Glaubenssätze, die uns zurückhalten, die uns lähmen, die uns ohnmächtig machen und die uns vielleicht nicht so unterstützen, wie es vielleicht andere Sätze könnten. Und es ist spannend, die vielen Ausbildungen, die auch ich schon gemacht habe, die vielen Gespräche, die vielen Coachings, die viele Selbsterfahrung. Und wenn man an den Punkt kommt, wo man sagt, okay, jetzt habe ich das jetzt ist aber das Thema erledigt. Ja? Jetzt ist es vorbei und jetzt kann ich endlich hinter mir lassen. Ja. Und in dem Moment kommt das Leben und sagt, Good morning, Sebastian. Ich habe hier eine Botschaft für dich. Mhm. Und dieses Muster für mich war, mich an anderen zu sehr zu orientieren, was bedeutet Erfolg für andere? Was bedeutet Wachstum für andere Menschen? Weil ich habe gesehen, dass es für die Menschen funktioniert und dass die Leute dadurch erfolgreich werden konnten. Das heißt, das muss für mich auch genauso funktionieren. Mhm. Wovor hat mich der beschützt, dass ich meinen eigenen Weg nicht finden musste? Mm, ja. Dass ich mir nicht die Frage stellen muss, okay, wer wäre ich heute, wenn ich das nicht glauben würde? Welchen Weg würde ich gehen, wenn ich diesen Satz nicht glauben würde? Mhm. Was würde mit mir passieren als Person? Was würde mit meinem Business passieren? Wie würde sich das auf die Transformation meiner Klienten auswirken? Auf meine Beziehungen, auf meine Familie? Auf meine Gesundheit, was würde sich dadurch ändern, wenn ich diesen Satz nicht mehr glaube? Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein schönes Geschenk, das ich euch mitgeben kann, zu hinterfragen, wenn ihr eure Muster vielleicht kennt oder euch immer mehr bewusst werdet, was da im Hintergrund wirkt. Was würde sich verändern, wenn ihr den Satz, der da dahinter steckt, nicht mehr glaubt? Ja. Und da könnt ihr euch vielleicht ein Blatt Papier nehmen und einen Stift und einfach ein paar Notizen dazu machen, dass ihr seht, okay, das wären die tatsächlichen Auswirkungen. Paint a picture. Ja, also malt ein sprichwörtlich oder verbales oder aufgeschriebenes Bild davon, was wäre denn anders, in welchen Lebensbereichen, in meinem privaten Bereich, in meinem beruflichen Bereich, wie würde ich mich fühlen jeden Tag, wenn ich das nicht mehr hätte? Ja, also was könnte ich endlich angehen, wovor hätte ich keine Angst mehr, wo würde ich mich nicht mehr zurückhalten? All das ist wunderschön, ja. Und das ist eigentlich auch schon voll die Planning-Methode. Also wir können dann später auch nochmal drauf eingehen. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, schalte nächste Woche wieder im Female Leader Stories Podcast ein. Genau. Ganz genau. Dann ist alles easy. Und ja, um darauf nochmal zurückzukommen, du hast es ja schon gesagt, was dahinter liegt auch nochmal für dich. Also ich habe auch gesehen, mein Time-Struggle hilft mir sozusagen andere Lebensbereiche nicht so sehr anzusehen und auch immer eine gute Ausrede zu haben, wenn ich das möchte. Also im Sinne von, wenn ich immer viel zu tun habe in meinem Leben, dann kann ich immer sagen, ich habe so viel zu tun und kann mich aus der Verantwortung stehlen bei anderen Dingen. Also indem ich diesen einen Lebensbereich von mir so viel Kraft gebe,
habe ich immer eine gute Ausrede für anderes. Mhm. Ich habe keine Zeit für Sport oder wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde ich ja öfter in den Wald gehen, weil ich weiß, dass mir das eigentlich total taugt, ja, aber ich mir die Zeit nicht nehme. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich wieder reiten gehen oder ich würde anfangen wieder zu malen oder ich könnte mehr Freunde treffen oder ich könnte mehr auf Urlaub fahren oder, ja. Und dann gibt es immer einen Grund, warum ich das ja eigentlich gar nicht so sehr möchte, ja. Und das schützt mich dann davor. Mhm. Und da darfst du einfach mal erkennen, wovor schützt dich denn dieses Muster? Was willst du denn nicht anschauen in deinem Leben? Und wieso hast du denn dann stattdessen das produziert? Ich sage jetzt nur mal ein kurzes Beispiel, auch ein berufliches Beispiel. Und du sagst, ich habe keine Zeit, oder ich kann keine Führungsposition haben, weil dort müsste ich ja Vollzeit arbeiten und ich habe aber auch Kinder und ich habe die ja bekommen, um sie nicht alleine zu lassen in der Welt, dann ist das ein Muster oder ein Glaubenssatz schon mal hier, wo du sagst, okay, wer sagt, dass du nur eine Führungsposition in Vollzeit haben kannst? Die gibt es auch in Teilzeit. I know it, weil viele meiner Klientinnen auch Teilzeitführungspositionen haben. Und wer sagt denn, dass eigentlich überhaupt Kinder immer nur dich brauchen in der Betreuung? Also das sind auch Glaubenssätze, die du hier aufdecken kannst, die, wo ein Muster da ist, ich konzentriere mich auf einen Lebensbereich, um einen anderen nicht anzuschauen, wie zum Beispiel, dass ich draufkommen würde, mich nimmt keiner für eine Führungsposition, weil ich nicht gut genug bin. Und das will ich nicht sehen. Mhm. Ich will lieber, viel lieber die andere Ausrede haben, dass ich ja gar nicht kann, dass ich keine Zeit habe, weil ich was anderes habe in meinem Leben. Genau. Ja. Wenn du jetzt getriggert wurdest von mir, vom Sebastian oder so all along in dieser Folge, it's okay, be gentle with yourself, ja, beruhig dein inner child, dein inneres Kind, darfst dich auch in den Arm nehmen, ja, darfst dir das auch vorstellen, dass du dein inneres Kind auf deinem Schoß hast und sagen, okay, das war jetzt ziemlich heftig, weil das ist eigentlich gegen all das, was wir eigentlich immer gelebt haben, geglaubt haben in unserem Leben. Mhm. Und es ist okay, wenn du jetzt traurig, wütend bist oder all das. Ja, oder wenn du Angst hast davor, oh Gott, habe ich mein Leben verpasst, weil ich habe das alles noch nicht gelöst, was die zwei hier sprechen oder. Ja. Also be gentle with yourself und sag mal, okay, wenn mir das jetzt gerade noch zu heftig war, dann komme ich einfach zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zurück und kann mir das nachher nochmal anhören. Und das ist okay. Ja, ich würde sagen, It's a wrap. Wir haben vieles besprochen. Ich glaube, wir sind viele Themen angegangen. Ja. Von der Oberfläche immer weiter runter in die Tiefe. In die Tiefe. Wo ich mir schon auch vorstellen kann, dass es die eine oder andere berührt, beschäftigt, bewegt, vielleicht auch zum Nachdenken anregt. Ich glaube, das war auch so unsere Grundintention, das heute gemeinsam zu probieren. Genau. Gib uns gerne eine Rückmeldung, wie dir das im gemeinsamen Format auch gefallen hat. Vielleicht machen wir ja ein Thing daraus. Und merk dir eins, ja, also auch, weil der Sebastian auch gut gesagt hat, ja, wir sind jetzt von der Oberfläche in die Tiefe gegangen. Gold findest du in der Tiefe. Mhm. Ja, also wir können kein Gold heben sozusagen an der Außenfläche des Berges. Dort finden wir maximal Sand oder so. Ja. Da können wir auch ein bisschen was bauen, aber es ist nicht so wertvoll oder nicht so stabil wie das, was wir in unserem Inneren finden und kreieren. Und du darfst das hier auch verändern. Mhm. Ja, das mag sich vielleicht so anfühlen wie, so bin ich halt, aber du musst nicht so bleiben. Mhm. Nur weil du jetzt so bist, musst du nicht so bleiben. Ich war auch als Teenager, habe ich urgerne gelästert und keine Ahnung was über andere Menschen hergezogen. Jetzt halte ich es nicht aus, wenn irgendjemand über irgendjemanden schlecht spricht, weil ich mir denke, so, entweder du sagst es den Menschen selber oder not, ja, mhm. oder du beschäftigst dich einfach nicht mit diesen Menschen. Oder ich war auch, als ich Managerin wurde, viel mehr Ego getrieben und habe gesagt, ich will einfach beweisen, dass ich gut bin. Ich will einfach viel Geld verdienen. Ich will ein Firmenauto fahren und ich will mich wichtig fühlen jeden Tag im Hosenanzug. Mhm. Okay, jetzt trage ich auch gerne Hosenanzüge, aber einfach nur, weil meine Wesuit-Anzüge super schick sind und mir ein selbstbewusstes Gefühl geben. But I know what I do here, ja? Also im Sinne von, ich weiß, dass das eine Stütze für mich ist und ich hole mir diese Stütze. Und bin heute definitiv ein anderer Mensch als vor 3 Jahren und ich bin heute ein anderer Mensch als vor 2 Monaten. Und du darfst das auch. Mit dem Satz schließen wir. Das würde ich so lassen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Einschalten. Danke fürs Zuhören. Bis ganz bald. Deine Katja. Dein Sebastian. Ciao. Ciao. Möchtest du 2022 den gleichen Struggle fortsetzen? Oder will lieber 2023 deine Traumkarriere aufbauen?
Ich glaube, es gibt nur eine Antwort auf diese Frage, wenn du diesen Podcast hörst. Und die Antwort ist, ja, ich will meine Traumkarriere aufbauen und leben. Und das schon 2023. And I can't wait. Ja? Genau das gleiche Gefühl habe ich auch, wenn ich daran denke, dass im Jänner die Tore für die Karriereakademie offiziell geöffnet werden. Und du hast noch bis 31.12. die Möglichkeit, die minus 20% auf dein Abonnement in der Karriereakademie zu sichern. Lifelong, wenn du möchtest. Und das ist wirklich ein Special Deal, den es nur mehr in diesem Jahr gibt, damit du 2023 ins Tun kommst und deine Karriereziele tatsächlich erfüllst. Denn es liegt mir sehr am Herzen, dass du glücklich bist in deiner Karriere und du sagst, ja, dafür lebe ich und ich zähle nicht die Minuten bis zum Feierabend, sondern ich freue mich drauf, in die Arbeit zu gehen. Ich freue mich darauf, hier Impact zu haben, zu gestalten und vor allem, ich weiß ganz genau, wo es hingehen soll. Wenn du jetzt interessiert bist, dann kannst du gleich direkt auf den Link in den Shownotes klicken und ich verlinke dir deinen Gutscheincode, der als treue Hörerin des Female Leaders Podcasts für dich verfügbar ist bis 31.12. Bis ganz bald, deine Katja und hab einen guten Rutsch. Alles Liebe!